Heute in der Ciderworld Box die Adamspermähne vom Gutshof Graz in Brandenburg. Der Apfelschaumwein Brütt von Wiesen vom Farmhaus Torklerhof in Südtirol, Mali Apfelcider und der preisgekrönte Baronscider Birne vom Verein der Mostbarone in Niederösterreich. Bestellt euch noch heute eure Box unter www.cider-world.com. Hallo, herzlich willkommen. Heute sind wir in Frankfurt-Sachsenhausen in der Apfelweinhandlung von Jens Becker. Und ich möchte euch ganz herzlich unseren Gast vorstellen, Maja Wolf. Hallo. Und sie ist heute zu Gast bei Michael Stöckel. Herzlich willkommen, liebe Maja. Schön, dass du da bist. Maja Wolf, die Chefin vom Grüne Soße Festival. Und wir haben heute vier tolle Produkte, ihr habt sie am Eingang schon gesehen, aus der Uckermark, wir haben was aus Südtirol, aus Hessen und aus Österreich. Also kunterbunt der Laden heute und wir sprechen ein bisschen über, was wir mit Apfelwein und grüne Soße machen zum Beispiel. Und wir erklären euch die Produkte und wir freuen uns jetzt auf einen Apfelwein aus der Uckermark. Maja, schau mal. Das ist eine Adamspermähne, ein sortenreiner Apfelwein von Gutshof Graz in der Uckermark. Okay, ich gestehe, ich war noch nie in der Uckermark und habe natürlich dementsprechend auch noch nie Apfelwein aus der Uckermark getrunken. Adamspermähne, okay, ist nicht gegendert, aber Spaß. ich bin gespannt. Machen die das da schon lange? Also es ist so, dass wir ja in alles, was nördlich vom Main ist, sozusagen eigentlich gar keine Apfelweinregionen gibt. Genau. Ja, das ist so Diaspora, sagen wir in Hessen. Also alles, was so ab Marburg wird es dann schwierig. Und der Apfelwein hat seine Heimat eigentlich um Frankfurt herum, bis nach Richtung Darmstadt, Odenwald. Und dann geht das über in die Mostregionen, Schwaben, auch ein bisschen Baden und natürlich Franken und auch in Bayern zum Teil. Und natürlich Schweiz, Österreich. Da gibt es eben auch Apfelweine oder Apfelbirnenweine. Und dann noch an der Saar. Und in der Uckermark. Und jetzt auch in der Uckermark. Ja, das Ganze verhält sich so, dass der Florian Profittlich und die Edda Müller dorthin gekommen sind, sich das Gutshof Graz gekauft haben, um dort Ferienwohnungen zu machen und ein bisschen was Nettes in der Uckermark zu gestalten für Touristen. Und haben dabei entdeckt, dass es ganz viele alte Apfelbäume in der Region gibt, die gar nicht genutzt werden. Die stehen einfach so in der Landschaft, die Äpfel fallen runter, verfaulen. Und niemand kümmert sich darum. Okay. Und dann hat er sich überlegt, dann machen wir einfach mal Apfelwein drauf. Also ein nachhaltiges Produkt quasi. Sozusagen, aus Streuobstwiesen der Uckermark. Das ist unser Apfelwein aus Adamspermähnen aus dem Jahrgang 2018. Und das hier im Hintergrund ist einer der Bäume, aus denen dieser Wein gemacht wurde. Die Adamspermähnen sind eine 200-jährige alte Apfelsorte, die eigentlich aus England stammt und die ähnlich wie Goldpermähnen einen sehr schönen Charakter mit ein bisschen Gerbstoff und einem nussigen Aroma haben. Das hat uns sehr gefreut, dass da 2018 fast 10% Alkohol nur aus dem Fruchtzucker dabei rauskam. Prost! Riecht doch schon ganz gut. Schmeckt auch gut. Richtig schön trocken. Ja, ist herb, also finde ich gut. So für einen hessischen Gaumen ist das doch weinfrei, oder? Absolut. Absolut. Ja, ich würde den jetzt sauer gespritzt trinken. Ehrlich? Wäre das jetzt eine Frechheit? Oder irgendwie ein Vergehen? Oder? Das kann man machen. Also man kann ja auch so einen Edelsauer gespritzen da draußen. Ja. Warum denn nicht? Vornehm geht vornehm in die Uckermark. Und er hat einfach so wunderbare Apfelaromen auch, oder? Wie findest du das? Also so hefig, so ein bisschen auch. Er ist nicht ja, ein bisschen hefig. Ja? Ja, absolut. Das liegt daran, dass der nicht filtriert ist. Und er kommt aus dem Hammerjahrgang 2018. Also das war der Supersommer, der Rekordsommer. Und da hatten die Äpfel so richtig viel Zucker. Und er hat natürlich auch noch einen hohen Alkoholgehalt. Also das ist was. Das kann man auch wunderbar zum Essen trinken. Also nicht nur als Schöppchen, sondern wirklich so als Speisenbegleiter. Okay. Vielleicht würde ich ihn deswegen gespritzt trinken. Also,
Ja. Dankeschön. Das ist der Apfelwein aus der Uckermark. Und lieber Florian Profitlich, du hast mit diesem Produkt in diesem Jahr eine Goldmedaille beim Cider World Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und schick uns weiterhin solche tollen Produkte. Und wir sind jetzt gespannt auf die Schaumweine, die gleich kommen. So, ihr Lieben, hier haben wir jetzt was ganz Neues, für uns vor allen Dingen ganz neu, von Wiesen. Das ist ein Apfelschaumwein von der Bergstraße aus Odenwälder Äpfeln gekeltert. Und das Interessante dabei ist, es kommt eigentlich aus dem Sekthaus Griesel in Bensheim und die haben sich eine neue Marke geschaffen, wo sie nur Obstschaumweine produzieren. Gut, jetzt im Odenwald kenne ich mich aus, aber das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Ich bin gespannt. Bin auch gespannt, vor allen Dingen finde ich es interessant, dass ein Weingut, was sich sonst mit Traubensekt beschäftigt, jetzt auf einmal dem Apfelschaumwein, Quittenschaumwein und Ähnlichem widmet. Also das finde ich ganz spannend. Ja, das ist ja sowieso dieser Trend, ja, dieser regionale Trend. Mal gucken, was wächst denn hier überall so und was machen wir draus? Ich melde mich jetzt mal aus der Buchschere und bei mir ist der Nico Brandner von Wiesen. Und erzähl mal ein bisschen was über den Apfelschaumwein. Wir haben jetzt unseren Apfelbrütt mit dabei, der ist von 2018. Wunderbares Produkt. Und ist, denke ich, hoffentlich auch ein sehr gutes Substitut. Haben wir aus 5 verschiedenen Apfelsorten regional aus dem Odenwald bezogen, auf einer Packpresse gekeltert, ist 2018er Jahrgang. Haben das ohne Zusätze gemacht, ohne Schönungen, ohne Filtration, ganz minimalistisch. Ja, das soll sehr unbeschwert sein. Also die Idee ist wirklich, dass man davon ein paar Gläser mehr trinkt, am liebsten gleich noch die nächste Flasche öffnet. Und einfach, ja, dass es eine gewisse Leichtigkeit hat. Das ist die Idee. Da wünsche ich ganz viel Spaß damit. Ui, der ist aber schön Brütt. Ja, Brütt. Ich mag das ja sehr. Ohne Restsüße. Ich mag das sehr Brütt. Auch mit dem anderen Schaumwein, aber der gefällt mir gut. Das wäre doch ein prima Start, wenn man mal grüne Soße zum Tisch hat, oder? Ja, haben wir ja auch öfter mal beim Festival, dass es erstmal irgendwie so ein Gläschen Schaumwein gibt und dann geht es zur Sache mit grüne Soße und... Von Wiesen zum Acker sozusagen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Richtig feine... Und seit wann machen die das? Also Apfelschaumwein macht der Nico Brandner von... der Sektkellerei Griesel seit 2016 und die Marke, die gibt es seit letztem Jahr. Und der hier ist von 2018, das heißt, das war auch dieses Jahr mit dieser vielen Sonne. Richtig, genau. Verstehe. Und die liegen halt sehr lange auf der Hefe, reifen dort, bis sie dann halt eben degorgiert werden. Das heißt also von der Hefe getrennt werden, abgerüttelt werden in diesen berühmten Rüttelpulten, in diesen Holzgestellen, um dann, dann eben versandfertig gemacht zu werden. Toll! Also, feines Produkt. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Übrigens, noch ein Hinweis. Leider gibt es das Produkt nicht mehr, aber der Nico Brandner, der Kellermeister von Wiesen, hat mit seinem Quittenschaumwein 2019, Brütt, den ersten Platz bei der Cider World gemacht mit einem Quittenschaumwein. Das heißt, der, den ich jetzt hier trinke, den gibt es gar nicht mehr. Nee, den gibt's das ist schon. Jetzt absolut die universell. Die ja, Oldtimer Apfelschaumwein live. Den Apfel gibt's. Aber die Quitte, die gewonnen hat, die ist direkt nach dem Award ausverkauft gewesen. Verstehe. Also. Stark. Geht doch. Absoluter Hammer. Super. Ach, das schönste Geräusch von allen ist, wenn eine Sektflasche aufploppt. Ach, guck, der hat schon eine ganz andere Farbe als der letzte. Ja, das ist einfach dem Tafelobst geschuldet, was die in Südtirol anbauen. Wir haben nämlich hier einen Mali Cider aus Südtirol vom Torglerhof.
Und wo ist es genau? Das ist nördlich von Meran in St. Leonhard in Pasaya. Haha, da verbinde ich eine wunderbare Story damit. Soll ich dir die erzählen? Ich war mit dem Tandem, mit dem Thorsten, in Meran. Wir wollten das Stilfserjoch hoch. Also wir sind auch das Stilfserjoch hoch. Aber der Thorsten hatte sich überlegt, zum Einkullern machen wir Hahntenjoch und Himmelsjoch. Und dann ging es mir so schlecht, weil wir sind direkt vom Schreibtisch sozusagen aufs Fahrrad. Und dann mussten wir uns da ausruhen. Wir mussten da 3 Tage verweilen, weil ich einfach nicht mehr weiterfahren konnte. Die beste Gegend dafür. Und dann sind wir die ganze Zeit durch diese Wiesen gekullert, damit ich mich erhole. Und es war so schön. Es ist so eine wunderschöne Gegend. Das ist ja stark. Ja, das kann man noch dazu sagen. Der Torklerhof, wo das Produkt herstammt, ist nicht nur ein Apfelgut, sondern eben auch ein ganz tolles Wellnesshotel mit exquisiter Küche und dazu diese Produkte fantastisch. Ja gut, das hätte ich damals brauchen können. Ich glaube, dann wäre ich auch wahrscheinlich nicht mehr das Joch hoch. Hallo, mein Name ist Martin Bichler vom Farmhaus Torklerhof, hier aus dem Apfelland Südtirol. Also in Südtirol gehört man als Cider-Produzent noch zu den Außenseitern, aber nichtsdestotrotz und genau deshalb haben wir uns gedacht, machen wir einen tollen Cider aus unseren Südtiroler Äpfeln. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Deshalb sind wir jedes Jahr wieder gern dabei bei der Cider World, denn da kann man sich wirklich ein tolles Feedback holen, Kontakte schließen und nicht zuletzt auch ein bisschen Cider trinken. Danke! Aber toll. Hier, riech da mal rein. Der hat ja so richtig Bonbon-Noten, oder? Boah, der ist toll. So richtig exotisch kommt der darüber. Boah, ist das fantastisch. Das ist so ein richtiger Nasenwein, wie man so schön sagt. Also vielleicht habe ich überhaupt keine Ahnung, aber ich schmecke da fast... Es ist gar nicht mehr Apfelwein, gell? Nein, das ist was ganz anderes vom Duft her. Es sind so viele Aromen drin. Also Apfel ist dort auch drin, klar, aber da ist Aprikose drin, da ist Maracuja drin. Das ist also fantastisch, das ist ja unglaublich. Vielleicht kriegt der Thorsten mich doch nochmal das Stilfserjoch hoch. Als wäre Versuch wert, vor allen Dingen, wenn man dann Ziel hat, nämlich den Torklerhof. Ja, oder ich bleibe einfach da in diesem Sparbereich. Lieber Martin, vielen Dank für diesen tollen Apfelschaumwein. Leider sind wir jetzt schon beim letzten Produkt unserer Sendung heute, dem Mostbaron-Cider aus Niederösterreich, aus dem Mostviertel. Du sagst leider, ich brauche jetzt sonst auch bald mal ein Päuschen. Das ist jetzt was für mich, ich bin Flaschenkind. Flaschenkind? Ja, das ist so Bierflasch. Das ist auch der Megatrend, dass man Ciders eben auch in diese kleinen Flaschen füllt. Oder auch sehr cool. Für die Party immer cool oder für den Friedberger Markt oder was auch immer. Aber jetzt hier die Birne. Der riecht so gut. Ich bin auch ein Birnenkind. Das ist so richtig markige Birne, richtig frisch, fruchtig. Oh, da kann ich mich reinlegen. Der flitzt gut über die Zunge, würde ich sagen. Und er ist ein bisschen süß, gell? Der hat Restsüße, ordentlich. Aber ist nicht pappig. Das ist so richtig schön mit der frischen Säure. Und passt das wunderbar zusammen. Hinten raus noch ein bisschen herb, so von der Birne. Und es ist 100% Birne. 100%? Ja. Das ist im Mostviertel gängig, weil die Mostviertler bauen uralte Birnensorten an. Und das ist deren Hauptgeschäft, mit Birnen einfach solche Moste, wie sie es dort nennen, herzustellen. Und wie cool das ist, ne? Du packst dir dein Zeug irgendwie und packst 2 so Fläschchen rein mit einem Coldpack. Hast du alles dabei? Hast du alles dabei? Super Picknick, direkt unterm Birnbaum. Herrlich. Ja. Vielen Dank fürs Mitprobieren, ihr Lieben. Und wir haben noch viele weitere Sendungen hier bei der Cider World 21. Und viel Spaß beim Flaschenaustrinken. Vielen Dank, liebe Maja, fürs Kommen.
Dank dir fürs Probieren. Also, zum Wohl.